So, und da sind wir schon wieder mit einer weiteren Folge Links und Dangerous Schießen. Mit dem Alex. Mit mir, dem Adrian. Was ist ein Spaceman? Das war der Name von dem Gesuchten. Aha. Seit Wender. Hat 7K gebracht. Was du alles so tust. Den hättest du sowieso nicht mehr geschafft, weil da war eine Anaconda in der Nähe. Tja. Ach, noch ein Zeitwander. Noch ein Zeitwander. Noch ein Wanted Zeitwander. Hört sich doch gut an. Hey, du dreh mal ab. Blick mal zu mir her. Das klappt immer wieder. Du musst ein, zweimal drauf schießen, dann fliegst du zu dir her. Kannst auch noch random scannen. Aufballern. Vor allem bei so Sidewinder ist das scheißegal. Achso, die Waffen sind so stark, die du hast. Oh, tot! Alter, schon tot. Genau. Tja, da ist er geplatzt, der Mann. Was, wenn es eine Frau ist? Ich glaube nicht, dass Jaos ein Frauenname ist. Oh oh. Stuck. Im Eis. Was? Naja, ich wollte gerade ziemlich nah an so einem Asteroiden vorbeifliegen und naja. Und der wollte ich knuddeln? Der hatte da so eine Mulde drin und da bin ich irgendwie mich reingepackt. Warum auch nicht? Ganz nebenbei, die auf Planeten, die Lampen, die sind sehr gefährlich, da kann man sich sehr gut reinbacken. Nice. Und wenn diese Station eine Defense hat, dann ist die Selbstzerstörung besser. Geht auf jeden Fall schneller. Ja, das ist persönliche Erfahrung. Ja, dann. Hier ist nichts los. Ja, Mensch, passiert. Fliegen wir mal zum Beacon. Vielleicht gibt's da Bacon. Ja, ich möchte es bezweifeln. Mehr Energie! Aber mit dem Streaming ist das halt echt bequem. Da muss ich auch nicht ewig rendern und ewig hochladen. So könnte ich es ja vielleicht sogar hinkriegen, tatsächlich meine Videos um 18 Uhr fertig zu haben. Aber nur vielleicht. Ja, echt nur vielleicht. Hey, jetzt wird's dunkel. Einfach so. Weil sich der Planet vor die Sonne schiebt, oder was? Wo ist die Sonne hier überhaupt? Die ist doch da hinten, oder nicht? Müsste. Auf jeden Fall sind die Asteroiden ein bisschen dunkler geworden. Ist da noch weniger los? Die Sonne ist da hinten. Das sollte eigentlich nicht dunkler werden. Ja, hier ist richtig viel los. Gehen wir doch zu dem Hazardous. Ja, können wir mal ausprobieren. Oh, senkrecht nach oben, Boost. Einfach so. Die Frage ist, zu welchem Hazard ist? Zu dem 0,23 Lichtsekunden entfernten. Genau. Frameshift Drive charging. Masse 32, was ist denn hier in der Nähe? Eine Anaconda, super. Das liegt nicht an der Anaconda, das liegt an dem Asteroidenbild. Na, das wäre mein Messlock. Anaconda ist Faktor 32, 23. Aber wenn du genug weit genug weg bist, dann geht der Charge sehr schnell nach oben. Aber wenn du einen FSD-Interdiktor hast, oder was? Ja, ich hätte auch mal boosten können, wa? Wäre von Vorteil gewesen. Anstatt da nur so dumm rumzuschimmeln.
Aber Schimmeln ist viel cooler. Muss man weniger machen. Weniger machen ist immer gut. So. Oh, guck mal, die Asteroiden. So nah solltest du da echt nicht ranfliegen. Doch, das muss so. Das muss schön prickeln. Auf genau. Der Kopfhaut. System Blink Error. Security response unavailable. Das heißt, wir kriegen hier keine Grünen wahrscheinlich. Ja. Das heißt, wir können hier nicht mal an die Authorities reporten. Echt? Ja, ich glaube, das heißt es. Ja, du hast keine Verbindung zu den Autoritätsdingern. Sollten wir dann echt einen Assault-Ship anpimmeln? Na, Logo, die. Zu zweit kriegt man den locker. Lass lieber zu Cobra gehen erstmal, obwohl die ist ein Federal Agent. Sollte die uns dann nicht eigentlich helfen? Schon, oder? Alle, die nicht wanted sind, die würden mithelfen, wenn sie Waffen haben. Schauen wir erstmal, wie viel die bringt. 123.000? Sollen wir oder nicht? Oh, ich flieg sowieso gleich rein. Danke. Also Schilde hat die kaum. Ja, und dann dreht sie um und schießt in die Fresse und dann. Die hat nur MGs. Ja, langweilig. Wir haben nicht mal Hüllverstärkung. So, jetzt. Und wenn ich dann irgendwann auch nicht mehr zu inkompetent bin, um auf das Scheißding zu schießen. Die hat Abwehrmaßnahmen gegen Raketen. Die hat Minen, oder? Sind das Rote nice. Keine Minen? Nein, das Rote, das sind Abwehrmaßnahmen gegen Raketen. Alter, wie kann einer alleine eigentlich so inkompetent sein? Das tut mir richtig weh. Fuck Moritz. Oh. Jetzt fliegt er auf einmal weg, weißt du? Zuerst mir in der Nase rumhängen, aber dann, ja, guck mal, jetzt bin ich weg. Minen würdest du übrigens auf deinem Radar unten als weiße Container sehen. Ah, oh, okay. Da war er tot. Minen, Raketen und... Momentan jetzt nicht unbedingt, aber... Ja, da ist noch einer. Federal Assault Shift wanted. Scanning gerade. Ist deiner wanted? Nö. Sag Bescheid, wenn du es gescannt hast. Also der Pinkel. Da. Rosa. Lila. Das ist das Wort, was du siehst. Oder lila. Ich vertausche immer. Ich weiß nicht warum, aber ich vertausche es immer. Alter, schießen kann der auch nicht. Ja, vielleicht weil er auf mich schießt und nicht auf dich. So. Aber mich hat er auch nicht. Das wäre eine Möglichkeit. Alter. Du dämlicher Clown, jetzt lass mich doch mal auf dich schießen. Das ist doch vorhin die ganze Zeit gerade. Gut. Nein, ich habe keine Geschütztürme. Brauchst du viel weniger Schaden? Nee, brauche ich auch nicht. Ich dreh mich einfach mit dem mit. Und in der Zeit solltest du ja drauf schießen können. Ja, ich bin gerade gegen dich geflogen. Ja, gut. Nimm mal ein bisschen Abstand von mir, dann kannst du auf ihn drauf schießen. Thermal Attack, Gaining Heat. 43, 46, 49. 46, 44. Oh! Gut, da ist einfach gegen mich geflogen. Das ist auch natürlich eine ziemlich pragmatische Lösung, um meine Schilde, wegzukriegen. Incoming Missile. Können wir den mal wegficken, bitte? Naja, flieg einfach in Kurven. Flieg einfach so, dass du die Schnauze nicht zu dir zeigst. Und da mal funktioniert mein Pulslaser. Siehst du unten nichts. Was für den? Ist ein Kill weg? Schauen wir mal den an. Nicht so.
So, danke. Wie viel Schaden hat er denn? 76. Erstmal reparieren. Ach, das ist der andere, der 44 hat. Oh, die kann ich beide gleichzeitig reparieren. Aber du reparierst ja noch. Ja. 46%. 47%. 48%. So, ich lasse jetzt erstmal meine Schilde wieder ein bisschen aufladen. Ja, ich glaube, deswegen lohnt sich das eher in so einer High Zone zu bleiben. Weil man da nicht so viel auf die Fresse kriegt. Aber mit dem Einpulslaser kann ich jetzt doch schießen, oder nicht? Theoretisch kannst du mit beiden schießen. Ist das sicher so eine gute Idee gewesen, alleine auf so einen Clipper loszugehen? Auf den haben doch andere drauf geschossen. Aktiviere Schildbooster. Oder was hab ich? So, jetzt ist der eine noch deaktiviert und repariert. Auf den an, mit dem anderen konnte ich jetzt auch noch auf ihn drauf schießen. Cargo Hatch, Drive, Beam Laser, Cannon, Raygun, Manifest Scanner, Heatsink, Point Defense, Power Plant, FST. Erstmal dafür sorgen, dass er nicht mehr wegfliegen kann. Mensch. Alter, wie die da draufballern, ey. Übertreib. Nice. Und wie viel hat mein... Oh, 87%. Nice. Das funktioniert ziemlich gut. Muss schon sein. Okay. Nee. Nein, ich glaube, die sind drei. Ja, Wanted, Wanted und Wanted wahrscheinlich. So, dann kann ich ihn jetzt wieder aktiv nehmen. Also eine Viper, MK4, zwei Stück und eine Python in einem Wing. Ja, lass mal nicht machen. Schauen wir mal den Eagle an. Auch Wanted. Und? Der ist auch wanted. Und hast du ihn schon gescannt? Den vorderen schon, ja. Was ist der hintere? Ich hab keine Ahnung. Ja, dann ist einfach erstmal auf den drauf schießen, ne? Ach, da drüben ist er. Ich scanne ihn. Okay. Sag Bescheid, wenn du ihn hast. Robin. Hast du schon drauf geschossen auf den? Ne. Muss gerade noch zu ihm hindrehen. Warning. Impulse attack. Trajectory disruption. Ja, jetzt habe ich auch auf ihn drauf geschossen. Lass ihn erstmal platt machen. Mein Modul ist repariert. Kann ich jetzt wieder mal Sicht auf den haben? Target destroyed. Power plant capacity exceeded. So. Chill. Jetzt hätte ich natürlich noch ein bisschen auf ihn drauf schießen können. Anstatt mit meiner Steuerung nicht klar zu kommen. Hä? Warum sind meine Laser jetzt locked? Ach, weil ich den gar nicht aktiviert habe. Eieiei, ich komme gerade mit meiner Steuerung gar nicht klar. Das ist ja lächerlich. Hol dir mein Programm, dann kannst du Sprachsteuerung machen. Ja, Sprachsteuerung. Schieß auf den Feind. Oder was? Ja. Theoretisch.
Das ist super Idee. Da muss ich das nur 200.000 Mal sagen. Hey, der eine Edda hat noch 11%. Wo? Oh. Ja, aber wo sind die anderen? Ein Sidewinder, ein Edda und noch einer eigentlich. Und da ist noch, zwei Sidewinder. Ich scanne den. Ich habe noch keinen gescannt. Ich scanne den Wildmark. So, Wildmark ist gescannt. Dann scannst du noch den letzten, oder? Ja. Ist da eine Anaconda beim Sammeln? Anscheinend. Ja, hier würde ich mich auch noch mit einer Anaconda zum Ärzte-Sammeln trauen. Hast du? Ja. Ich habe schon mal auf den Elder drauf geschossen. Ah, der war schnell tot. Ich dreh mich. Schießen beide auf mich. Alter. Oh, ich bin ein Sidewinder. Ich bin so wendig. Schaut mich an. Igel ist wendiger. Hier, das reicht mir aber, wenn ich nicht in meiner... Ich bin gerade Ultra-Wendig-Zone bin. Von Geschwindigkeit her. Da ist noch ein Imperial Clipper. Und, ist der gesucht? Ja, natürlich ist der gesucht. Der wird sogar angegriffen. Krass, wo? Da. Zu mir. Bin auf dem Weg. Diesmal aber mit Subtarget. Missile Rack. Oh, ein Powerplant. So. Mit Vollbier drauf. So, hochziehen. Und er kann nichts mehr machen. Kein Powerplant mehr. Nice. Nice. Ja, Subtarget ist schon was Schönes. Vor allem, wenn du... Das ist noch ein Imperial Clipper. Hast du auch gesucht. 14%. Schnell. Bin dabei. Ich hab ihn. 7%. Ich scanne noch. Nicht drauf. Mach ich nicht. Scanne. Gescannt. Hast du? Ich schieß gerade noch drauf. Ich bin noch nicht in Reichweite. So, jetzt halt. Bist noch nicht in Reichweite. Jetzt halt, passt schon. Auf einen Millimeter so, genau, glaube ich. Ja, ich hab ihn. Ich hab Credits bekommen. Ja! Absnacken des Jahrhunderts. So. Und mit diesem freudigen Ergebnis würde ich sagen, was das mit dieser Folge von Elite Dangerous Schießen. Du hast noch einen Imperial Eagle. Hinterher? Ja. Wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal einschaltet. Aber bis dann würde ich sagen, schönen Alltag.